An den Level erinnere ich mich hier mit dem Soldaten, der direkt losrennt. Ich glaube, das ist der erste Level, in dem wir die goldenen Ritter oder die silbernen Ritter oder so, also die Level 2 Ritter uns angucken können, finden werden. Guck mal, von hier darauf und dann darauf. So. Kommt hier gleich so eine lange Treppe, ne? Kann das sein? Ja, hier kommt gleich so eine lange Treppe. Das ist der Level, den ich mit Quake in Verbindung bringe. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ich glaube, das war so einer meiner Lieblingslevel damals als Kind. Das heißt jetzt nicht, dass ich ihn in- und auswendig kenne, aber irgendwie... Ja, so ein bisschen Erinnerungen kommen dabei jetzt hoch. Du musst darauf schießen. Wohohoho! Damit habe ich nicht gerechnet, ich gebe es zu. Dass der so weit springt, hätte ich nicht gedacht. Das war eine stolze Leistung. Genau, jetzt haben wir hier die Brücke. Und wenn ich mich richtig erinnere, kommen nachher so viele so übereinander laufende Holzbrücken und so auf den Rittern rumchillen, die Feuerbälle werfen. Das ist doch eine Falle. Haha, das ist eine Falle. Wusste ich es doch. Es ist so komisch, wenn man sich an etwas erinnert, ohne sich erinnern zu können. Es kommt mir alles bekannt vor, ohne dass ich genau weiß... ...was das ist. Wisst ihr, was ich meine? Bisschen nervst du. Danke. Ich mag das Ende besonders bei dem Teil. Ich, wie gesagt, bitte nicht spoilern. Ich glaube nämlich, ich habe es als Kind nie durchgespielt. Ich bin der Meinung, ich bin zum Endgegner gekommen. Ich bin auf jeden Fall immer wieder an dieselbe Stelle gekommen und ich habe nicht rausgefunden, was man dort von mir erwartet, was ich machen muss. Und deshalb bin ich da irgendwie nie weitergekommen. War das Ding hier nicht eben auf? Wenn wir mich verguckt haben. Autsch. Ganz schön eng, die Gänge hier. Nö, überhaupt nicht nervig auf so kurzem Raum. Ist auch irgendwie unfair, ne? Nahkampf, beziehungsweise Closed, wie heißt es hier? Close Quarters. Und dann... Was bringt der? Was macht der? Oh. Pumpgun gegen Ritter. Ist halt irgendwo auch unfair. Wir machen erst den weg. Der ist nicht so schnell. Aha. Noch einer. Von mir aus. Noch einer? Ne? Gut. CQA? Was ist CQA? Das sollte mir irgendwas sagen. Ich meinte von Shadow Warrior 1, das Ende war super. Deswegen spiele ich das ja nochmal durch. Und zwar auf schwer. Ja, wenn sollte man solche Spiele auf schwer genießen. Nach all der Zeit will man sich auch irgendwie daran messen, oder? Das ist auf jeden Fall so mein Gedankengang. Weißt du, wenn schon, denn schon. Kein Quicksave. Kein Quicksave. Keine Ausreden. Oh nein. Ihr kriegt auch erstmal ein paar. Bum, bum, bum. Lebst du da echt immer noch? Ja, er lebt noch. Ach nö! Ja, der hat mich. Fuck! Da hat sich hinter mir Closed Quarters Battle. Ah, ja, okay, das macht Sinn. Da hat sich hinter mir eine Tür geschossen. Ich konnte nicht mehr ausweichen. Diese fucking Shambler sind gar nicht so schlimm. Ich weiß, klingt komisch, dass ich das sage, nachdem er mich rasiert hat. Aber eigentlich sind die wirklich nicht so schlimm. Wenn man ein bisschen weglaufen kann und sich darauf vorbereiten kann,
treffen die einen eigentlich nicht. Aber wenn man sich nicht vorbereiten kann, dann treffen sie einen. Und was dann passiert, habt ihr gesehen. Ich dachte, er ist tot. Jetzt ist er tot. Ups. Immer noch nicht. Junge. Okay, jetzt haben wir es aber. Gut, machen wir das Ganze nochmal. War ja so schön. Counter bei 5, glaube ich, ne? Das Counter 5, genau. Na, auf normal erstmal, um die Steuerung und Wege zu kennen und dann auf schwer, damit man eine Herausforderung hat und alle Secrets suchen kann in Ruhe, ja. Ah, Secrets gab es auch richtig viele. Das Killerkaninchen kennst du aber, oder? Ja, natürlich. Ich glaube mal, du wirst das Killerkaninchen kennen. Es gab echt gute Secrets in Shadow Warrior 1. Das Killerkaninchen war halt heftig, man. Das war wirklich eines der schwersten Gegner. Ich erinnere mich halt auch an ein paar Secret Level. Hier gab es auch Secret Level, allerdings weiß ich realistisch nicht mehr, wie man da hinkommt. Weißt du was? Wir gehen hier lang. Wir gehen hier lang. Und hier lang. Warum? Weil wir da das Quad Damage finden. Und mit dem Quad Damage sollten wir auch den Shambler besser platt machen können. Woo! Ric Flair! What? Ach ja, einer kommt ja nochmal hinten. Ja, Punkt an dich. Dich habe ich vergessen. Dulli. Kniescheiben weggeätzt, Alter. Na, komm nur. Trau dich. Doch, komm, bam, bam. Ihr habt's nicht drauf. Ihr habt's überhaupt gar nicht drauf. Kann ein bisschen dauern. Oh, der Tod von oben. Und hier war, glaube ich, das Quad-Damage-Ding, ne? Ja. So, und dann werden wir einmal keine Zeit verlieren. Hier durchrennen, hier rüberjumpen, hier runtergehen. Und dann gib ihm! Guck mal, die sterben schnell! Wenn man Quad-Damage hat und weiß, dass sie da sind. So. Okay, sehr gut. Nicht denken Sie nur erst Impuls messen, ob der wirkliche tot ist und dann Fragen stellen. Ja, ist besser. Der Demon-Hase, wenn du zu viele von ihnen tötest, ist kein starker Gegner. Hab den, glaube ich, 12 Mal auf schwer und normal getötet. Ich hab den als äußerst stark in Erinnerung. Irgendwann später kommt der. Aber wir werden uns das nochmal gemeinsam angucken. Ist alles gut. Das ist auf jeden Fall ein echt geiles Game. Shadow Warrior. Und echt blutig für die damaligen Verhältnisse, mein Gott. Gegner mit verschiedenen Todesanimationen, je nachdem mit welcher Waffe du sie tötest. Hatte ein bisschen was von Soldier of Fortune, war aber da, glaube ich... Ah, und der hatte mich hier reingeschubst. Das ist ja frech. Frechdachsmäßig. Ich hasse Zombies. Okay, jetzt bin ich hier. Ah, guck mal, jetzt kommt der hier runter und ich kann froh sein, dass ich die Viecher hier drauf schon getötet habe. Cool. Okay. Da liegt auch sein... Wo? Sein Kopf. Böser Zeitgenosse. Bumm. Bumm.
komme ich rüber? Ich glaube ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich rüberkomme. Na guck mal, jetzt kämpfen sie gegeneinander. Dann nutze ich die Chance doch einfach mal. Oh, das wird nicht leicht. So, erstmal den da unten wegmachen. Das Problem ist, wenn ich runterfall, soll der bitte schon tot sein. Und ich werde runterfallen. Weil akkurates Jumpen ist jetzt nicht so easy hier. Nee, bei weitem komme ich da nicht rüber. Aber von hier. Ah, mit einem Sprung. Mit Anlauf. Ah, ich hab sie, okay. Fiese Stelle ohne den Raketenwerfer. Okay. Bisschen wenig Leben. Ah, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Ich habe dir auch mal den Shadow Warrior Teil bei Discord geschickt, den ich so klasse finde. Glaube, ist das Remake vom Classic Redux Teil. Seno, hast du schon mal Dusk gespielt? Nein, Dusk sagt mir nichts, erzähl mir gerne mehr davon. Wir haben kein Secret gefunden, aber das hindert mich nicht, in den nächsten Level zu chatten, liebe Leute. Also, bis gleich.